Hi. Im Moment ist alles ein bisschen buggy. Ich weiß, du siehst auf meiner Maus hier ein Bild, aber ich selber sehe die nicht. Ich muss immer nur OBS reingucken. Oh ja, mir geht's gut. Bin ein bisschen müde. Und selber? Das ist echt ein bisschen scheiße. Ja, ist echt so. Also sobald ich OBS beende, sehe ich meine Maus wieder im Bild. Aber so jetzt nicht. I don't know. OBS sagt nein. Die mögen das Spiel nicht. Also ich habe hier das Bild auf groß und da auf ganz klein und da muss ich immer hingucken. So, ich hoffe mal, hier finde ich jetzt das, was ich brauche. Oder Batterie, nö. Schaufel, vielleicht. Warte, da war die. Alright, Finn. Erzähl mal, wie waren deine Feiertage? Autoreifen, nö. Ne? Das ist echt ein bisschen nervig mit der Maus. Muss ich zugeben. Scheiße. Ich dachte, hier ist eine Axt oder sowas. Jo. Auch ganz nett, nichts Wildes. Kann man das hier benutzen? Ne. Wow, ich bin so einen langen Weg hier hingegangen und hier ist aber nichts. Ey, das ist echt. Also, da ist ein Rucksack vielleicht. Andere Schwierigkeit, die ich hier spiele. Geht nicht da rein. Ich trage zu viel Stuff mit mir rum. Angelmagazin, brauche ich nicht. Okay, jetzt geht's. Ob ich dir meinen PC schenken? Ja, sure, why not? Gib mir deine Adresse und deine Kreditkartennummer vielleicht, dann schenke ich dir meinen PC. Dann können wir das machen, I guess. Brieföffner, okay. Wow, der wiegt zu viel, ernsthaft. Wie schwer ist denn der? 0,3 Gramm. Ja. Okay, ich muss irgendwo mal rein zum Chillen. Okay, ich brauche alles. Essen, trinken. All of it. So, Maus, da. Mais. Yes. Okay.
Ich glaube, das ist die falsche Nummer. Guck nochmal lieber nach. Du kannst mir einfach ein Bild schicken von der Kreditkarte. Und dann noch ein Bild von deinem Perso vielleicht, der dazugehört halt. Das würde auch helfen. Okay, ich trage noch zu viel Stuff mit mir. Was kann ich denn wegtun? die Knarre brauche ich. Das Messer? Nee. Das sind nur 0,4 Gramm. Habe ich das Buch schon gelesen? Ich werfe das Buch mal weg. So. Und aus irgendeinem Grund sagt er mir, ich bin nass, also klamm, obwohl es gar nicht regnet. Ich weiß nicht, ob das dann sein soll. Warum willst du meinen PC haben? Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie den geilsten PC oder sowas. Schon wieder Hunger. Ja, moin. Okay, gibt's was zu essen? Sardinen. Ich hab kein Geld. Ja, fühle ich. Ja, musst du sparen oder. Ja, warte, gerade Weihnachten, ne? Geld wünschen. Über die Jahre zusammen sparen und dann erstmal einen Scheiß-PC zusammenbauen, der für das Nötige reicht und dann immer weiter aufrüsten. So habe ich es gemacht damals. Also, ich muss gerade mal hier drin warten, bis der mal irgendwie trocknet oder sowas. 200 € warst du schon. Ja. Reicht nicht. Das Ding ist halt immer, Grafikkarten sind so übel teuer, ne? Also, wenn du eine neue Grafikkarte haben willst, die noch nicht benutzt wurde, dann ist es halt übel teuer. Am besten Grafikkarten, wenn wir mal gebraucht kaufen von irgendeiner halbwegs sicheren Quelle, dass du auch weißt, dass die nicht am Arsch ist und noch ein bisschen hält. Weil wenn du die neu kaufst im Laden, ist die unbezahlbar quasi. Und das ist so das Allerteuerste am PC. Grafikkarte. Ich habe nur 1070 drin. Nicht die neueste, aber die reicht für alles. Hier ist noch ein Raum. Gar nicht gesehen, aber doll. Parfüm. Nice. Ist hier was zum Lesen drin, während ich trockne? Fischen. Nö. Such den Unterschlupf oder du findest den Tod. Hier ist doch ein Unterschlupf hier, oder nicht? Oder soll ich mal einen Ofen anmachen? So viel Hitze. Ja, ich habe die auch gebraucht gekauft. Für 200 €. Hilft das, wenn ich den hier anmache? Na, ich weiß ja nicht. Ich brauche halt eine Axt, dann könnte ich mir ein Feuer machen, aber die suche ich schon seit 3 Tagen oder so gefühlt. Ich glaube, das hilft nicht. Der hier vielleicht? Kann ich den anmachen? Einschalten? Ach so, ja. 40, 90. 2800 € brauchst du, okay. Ah, das hat geholfen, ja, okay, cool. Was willst du noch im Rechner haben? Ich glaube, meine Cam ist stehen geblieben, oder? Nice. Warte mal. Also heute ist OBS irgendwie dead. So. So. So.
Fertig. Easy. Was ist das hier, Leute? Das habe ich nicht gebaut. Okay, ich habe nichts dabei. Hammersäge und so. Also das ist kein Online-Server. Ich weiß nicht, ob das hier sein soll. Oh lol. Drei auf einmal. Vier. Oh shit. Kein Plan. Intel Score? Du meinst Intel Core vielleicht? Maybe. Gigabyte? Was meinst du mit 32 oder 64 GB? Meinst du jetzt Festplattenspeicher oder wie? RAM. Jo. Okay, ich muss gerade mal gucken, wo ich nach Hause komme. Okay, links. Irgendjemand hat abonniert. What? Wie kann das sein, wenn nur ein Zuschauer da ist? Und das ist Finn. Egal. Dankeschön. Ich werde gleich wahrscheinlich sterben, so wie das hier aussieht. Also Finn, kennst du das Spiel, by the way? Okay, ist Zombie Survival Game, also so wie alle anderen quasi auch. Nur dass wenn ich jetzt einmal gebissen werde, dann kann ich einpacken sozusagen. Gegen Bisse gibt es keine Heilung. Außer man lädt Mods runter, aber nee. Ich habe Mods für andere Sachen. Das heißt, ich muss immer gut aufpassen, wenn mich die Zombies hier attackieren. Ich bin gerade hier in so einer chilligen Gegend, aber es gibt halt auch so richtige Zombie-Horden. Das sind keine Schnitte. Ich würde dir am Anfang Luftkühlung empfehlen, weil es einfach billiger ist. So, Wasserkühlung kann man es immer wieder im Nachhinein einbauen. By the way, das ist ein Haus. So groß ist die Map. Ich habe noch gar nichts erkundet. Also das Ding zwischen Wasserkühlung und Luftkühlung ist eigentlich nur so, sieht geil aus. Und, ja. Mal komisch, ne? Wird dir auch nur angezeigt, dass nur du hier zuguckst? Na gut, es könnte jetzt rein theoretisch auch sein, dass. Ne. Egal. So durstig, dann trink doch was. Warum hat das nicht funktioniert? Jesus. Kommt der denn jetzt her? Oh, fuck, Alter. Das ist gar nicht gut. Ja, verpiss dich. Stehen hier einfach vor der Haustür. Noch einer. Okay, ich bleib hier nicht. Alter. Ja, ehrlich, trinkt doch was. Ja, mit fünf Zombies vor der Tür. Okay, jetzt trinken. Alright. Essen. Schon was zu essen dabei? Glaub nicht. Oh, ich würde gerne mal wieder nach Hause gehen.
Realistisch. Das ist ein Zombie-Game. Erwartet auf keinen Realismus. Okay. Wie läuft eigentlich mit deinem Spiel, was du programmiert hast? Wenn das fertig ist, dann kannst du auch genug Cash damit machen, um den geilen PC zusammenzustellen. Das ist mein Haus. Von 2000, Alter. Jetzt will ich sagen, du hast einen PC, der 23 Jahre alt ist. Krass. Den kannst du an ein Museum verkaufen. Dann hast du genug Geld zusammen. Jesus. Das ist, by the way, meine Hut hier. Schön was, oder? Mittelmäßig. So, ich muss gerade mal gucken. Bisschen schwer, wenn ich nichts sehe. Also, wo meine Maus ist. Habe ich gerade mein Base weggesteckt? Das wollte ich nicht. Den wollte ich nicht wegtun. Ich hoffe. Briefe von ja, den Rest behalte ich erstmal. Jetzt ist er hier drin. Hat mich verarscht. Ja, so Dinger, die laufen da halt auch drauf, ne? Aber mehr auch nicht. Wahrscheinlich. Snake vielleicht noch. Hast du denn irgendwie eine andere Konsole oder sowas? Zum Zocken. Ja, du hast doch. Was zockst du Fortnite? Du hast PS4, oder? Genau, was essen muss ich. PS4, ja, verkauf die PS4 und hol den PC. Muss Prioritäten setzen. PS3 und PS1. Wenn du die PS4 behalten willst, würde ich PS3 und das andere Ding da wegballern. Wird das Bestmögliche, was du dafür kriegen kannst. Dann hast du vielleicht insgesamt mit deinen 200 Euro jetzt schon dann vielleicht 500 Euro oder so. Und ich glaube, damit kann man dann schon was anfangen. Wenn dir es wirklich so wichtig ist, in ferner Zukunft einen PC zusammenzubauen irgendwie. Ich wollte mich nicht ausruhen, ich wollte schlafen. Da. 20, 30 Euro, uff. Ja, okay, das reicht dann doch vielleicht nicht. Und PS3? Auch nicht mehr so viel, ne? Ist ja auch schon echt alt. Okay, die Knarre. Die behalte ich jetzt erstmal bei mir, dann tue ich die Schrot wegpacken. Ich ein bisschen mehr Platz. Da ist kein Platz drin. Okay, wo tue ich die Schrot hin? Da. Ey, die Maus, das ist so abfuck. PS1 ist von 1994. Kein Wunder, dass mir das nichts gesagt hat. Sammlerstück. So, dann kann ich die Pistole reinpacken. Okay, trinken wir was und dann können wir wieder los.
Wie sieht es denn aus mit meinem Leben? Was ich. Hoch? Wie hoch? Wo ist meine Maus? Gesundheit? Da? Alright. Das ist echt Krampf. Für dich ist alles normal, du siehst meine Maus, aber ich sehe sie nicht. So, wo sollen wir denn jetzt mal hin? Ich war eben hier. Was ist rot? Medizin? Grün? Park? Gemeinschaftseinrichtung. Ah, nice. Ja gut, aber die ist so alt, ne? Diese alten Dinger, die gehen irgendwie immer. Gehen gar nicht kaputt, habe ich das Gefühl. Ich habe ja auch noch so ein Game Boy Color rumliegen. Da kannst du machen, was du willst. Der geht nicht kaputt. Also rein theoretisch. Du kannst ihn ins Wasser reinwerfen, dann ist er kaputt, aber. So. Ja, damals wurden die Sachen noch ein bisschen besser gebaut. Nicht so verschleißmäßig. Hallo, jemand da? Ich brauche eine Axt. Ich muss essen, ich habe schon wieder Hunger. Okay, wo ist meine Maus? Da. Was können wir uns denn? Hunger minus 30. Boah. Der ist schon wieder klamm. Why? Es regnet halt nicht. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Bug. Habe ich gestern nicht gehabt. Nix. Oh lol. Ich bin Büro. Heftklammern, Blatt Papier. Stark. Aktenkoffer, Radiergummi. Noch ein Gewehr. Aber die sind immer so schwer. Wenn ich das einpacke, bin ich wieder überladen. Ja, fast überladen. Ach ja, dann erzähl mal, wie läuft denn die Schule? Hast du Spaß in der Schule? Hast du Hausaufgaben? Ein Schwamm. Ich brauche eine Axt. Eine Garage. Da ist immer gutes Zeug drin. Wenn ich da reinkomme. Don't talk about school. Alright. Ein Heater? Was? Das kenne ich nicht, das Item. Schraubenzieher brauche ich nicht. Nix drin. Okay, dann frage ich was anderes. Wie läuft's außerhalb der Schule? Jesus, Alter. Weiß mich nicht. Okay. Ja, bei Freunden ist es immer ganz gut, ne? Dann weiß man wenigstens, man wird nicht verarscht. Das hört sich gut an. Eine Säge brauche ich nicht, Klebeband immer. Eigentlich nice. Also, wenn jemand das eigentlich sagt, dann meint er, es läuft nicht nice.
Oh shit, ich wurde gebissen. Ich bin am Arsch. Bitte hab nicht durch meine Kleidung gebissen. Diese dummen Wichser. Gesundheit. Du bist mein. Nein, ich bin ausgetappt. Okay, warte, ich mach das so. Dann sehe ich besser. Probier jetzt ein bisschen größer gemacht. Ach, nicht durch meine Kleidung gebissen. Boah, hab ich Glück gehabt. Ja, mach das mal. Warum will der den denn verkaufen? Das ist immer so ein Ding, ne? Will ihn verkaufen, weil er irgendwie kaputt ist? Oder? Okay, ich muss mir das mal kurz markieren, dass er ein Generator ist. Wo bin ich denn da? Ich krieg den neuen. Strong. Okay, was für ein Symbol nehmen wir denn für Generator? Nehmen wir einfach mal das hier. Ich bin gerade fast draufgekommen, by the way, ne? Das wäre echt knapp. Der weiß nichts über Komponenten. Und der kriegt jetzt einfach einen PC so geschenkt. Was? Ganz normal. Krass. Das sind mir immer die Liebsten. Wenn der neue was kaputt geht, einfach direkt neu kaufen. Alles, das ganze Ding neu. Scheiß drauf. Also ich weiß, meinen allerersten PC, den habe ich von einem Nachbarn geschenkt bekommen. Weil der hat sich auch einen neuen geholt. Aber es war so ein richtig alter PC, so. I don't know. Windows Vista hatte der drauf. Dann war das so ein, einer von diesen fetten Monitoren, wenn du ihn noch kennst. Toller Trash gewesen. Und ich glaube, alles danach habe ich mir irgendwie selber mal zusammengestellt. Kabel, Schuhe. Geburtstag, ein PC gekriegt. Joystick. Krass. Rich Kid. Reiche Eltern. Oh, warte, hier ist noch ein Regal, was ist da drin? Ich hab's gerade gesehen. Da war ein Regal. Da ist. Ach, das ist hier im Raum, ich bin dumm. Okay, da war ich schon. Die DVD, dein Ernst? Okay, krass. Was für ein Film? Ein cooler Film wenigstens. Hallo, ich glaube ein bisschen essen. Boah, ich kann mir jetzt. Warte. Wo? Das war hier im Haus. Irgendwas ein Zombie. Von dem Film, den ich gefühlt 2000 Mal geguckt habe. Also wenn du ihn so oft geguckt hast, dann muss es ja ein guter Film sein, oder? Muss es immer positiv sehen. Wichser. Mein Gott, ich will auch nur looten. Bleichmittel.
Polizeischild. Ghostbuster-Film. Ja. Der ist alt. Aber es kommt ja auch nicht immer auf Geschenke an, ne? Muss man so sehen. Okay, es wird Nacht, ich bin müde. By the way, mein Spielcharakter hat eine Schlafstörung. Der ist immer müde. Ich gehe jetzt zurück ins Haus am besten. Hast du eine Drohne aus dir geholt? Ich dachte, du wolltest einen PC haben, aber gönnst dir eine Drohne. Ja, komm, geh sterben. So, er hier. Na, jetzt hörst du erstmal hier. Das Haus ist nicht optimal. Ganz ehrlich. Ich warte noch, bis der reinkommt. Ich hoffe mal, das ist der letzte. Ach, 90 Euro hat die Drohne gekostet, okay. Ich dachte, du hast dir jetzt so eine High-End-Drohne geholt. Naja, aber 90 Euro, da hättest du von schon mal Bauteile holen können. Man muss einen PC ja nicht an einem Stück holen. Man kann sich ja so langsam die Sachen zusammen kaufen. Weißt du, was ich meine? So, komm jetzt. Komm halt rein. Komm. Ach, da wollte noch kein PC. Okay. Das lasse ich gelten als Ausrede. Alter, was? What the heck? Das sind 3 Millionen Zombies drin, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, ich wollte doch nur schlafen gehen. Fuck, ich wurde gebissen, oder? Gekratzt, okay, das ist nicht schlimm. Nur gekratzt. Das ist okay. Ey, 5 Zombies im Schlafzimmer. Ich glaube, ich hack's. Meine Fresse, ey. Okay, was mache ich jetzt? Wo gehe ich hin? Erstmal verbinden. Ich habe keine Bandagen dabei. Nice, nice, nice. Okay, ich muss mir Bandagen herstellen. Zombie sagt nein, ja, Zombie-Armee, Alter. Okay. Kleiderschrank. Hier sind Klamotten, die kann ich zerreißen. Hier kommen auch Zombies rein. Was ist denn los, Alter? So viel Stress habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt hier. Hoodie zerreißen. Okay. Bandagen. Zack. Okay, den muss ich killen. Sonst kann ich nicht pennen. Kommt der hier rein? Hört sich irgendwie so an, ne?
Hier so. Ja, Silvester. Silvester halt, ne? Also ich feiere da nicht großartig. Hab so ein bisschen vorher weggeguckt, was andere Leute so machen und dann bin ich wieder reingegangen. Ich feiere Silvester nicht so krass. Mir tun immer die Tiere leid. Und ich bin ja mit Hund aufgewachsen und es war immer Horror für den. Ist ein bisschen scheiße so. Ich finde auch diese Doppelmoral so ein bisschen dumm. Alle sagen immer so, ja, Umwelt, bla bla bla. Und dann Feuerwerk. Silvester machen die so ein krasses Feuerwerk. Und verpesten so hart die Luft. einschalten, nein, warte. Bett, schlafen. Fenster? Bett, Junge. Schlafen. Okay, Nacht überlebt. Was essen und trinken? So, Bandage. Muss ich mal wechseln, ne? Okay, waschen wir die mal kurz. Bleib an einer. So. Also die Gegend hier unten ist irgendwie ganz wild hier. Ich gehe am besten. Da wollte ich hin, ne? Industriegebiet, ja. Irgendwie wieder so ein bisschen außenrum, wie letztes Mal. Guck mal, wie viele Leute da unten stehen. Und das alles nur für eine Axt. Ja, man sieht, hier war ich schon mal. Überall Leichen. Wie sieht es denn mit der Karre aus? Kann ich die benutzen? Nee, abgeschlossen. Das sind auch schon wieder so viele. Na komm. Er kommt. Okay.
Ui, da ist ja auch ein Bonzenhaus hier. Vielleicht haben die eine Axt. Maybe. Maybe eine Axt. Ich habe noch nie so Probleme gehabt, eine Axt zu finden. Hallo? Kennst du? Nein, sag mir nichts. Erklär mal. Stift. Nice. Was ist das hier? Oh. Komm, Bekannte. Horror-Game mit guten Jumpscares. Kann ich mir mal merken. Also, so auf Steam oder so, weißt du das zufällig? Weißt du nicht, oder? Komischer Name. Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Ich sehe gerade, meine Klamotten sind voll kaputt. Ich habe eben noch zwei Jacken angehabt. Auf Steam, ja, dann kann ich ja gleich mal gucken. Ich brauche neue Klamotten. Genau, ich gehe jetzt mal rein, was trinken. Shit, eine Alarmanlage. Toll, toll. Okay, Planänderung, ich hau ab. Okay. Wohin? Ich gehe einmal einfach hier unten lang. Irgendwas kommt da schon. Ich habe eine ganz wilde Zahl an Abonnenten schon aufgefallen. Alter, hier sind ganz viele Zombies. Warum gehen die nicht zum Haus? Wohin? Weg. Ja, da war so ein Haus mit der Alarmanlage, ne? Das ist nicht so geil. Ich bin ja das hier und irgendwie vielleicht dahin. Ich will eigentlich hier unten hin, aber da kommt immer was in den Weg. Jetzt zum Beispiel ist er schon wieder schläfrig. Ja, wir haben 7 Uhr morgens, ey. Und er pennt mir gleich wieder hier weg. Und überall Zombies, die im Weg rumgammeln. Mein Base ist auch bald kaputt. Das wäre richtig schlecht, wenn der kaputt geht. Weil das ist im Moment meine beste Nahkampfwaffe. Meine einzige eigentlich. So, haben die irgendwie was dabei, was ich brauche? Nein. Stumpfwaffen, plus eins. Okay, eigentlich
Muss ich ja schlafen, ne? Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das hier irgendwie übertreibt, das ignoriert, dann irgendwie einfach umkippt oder so. Das habe ich noch nicht getestet. So, da ist ein Gebäude. Was gibt's denn hier? Was stand da drauf? Guns and Ammo. Ja, okay. Nicht das, was ich gesucht habe. Muss gleich wieder los, jo. Alles gut. Alles gut. So, haben wir uns die Browser rein. Okay, hier komme ich gar nicht rein. Wild. Der Laden ist voll mit Waffen. Okay, da brauche ich ein Werkzeug. Um das Gitter irgendwie wegzuflexen oder so. So, was hat denn der hier? Twiggies. Alter. 10 Zombies vor der Tür da. Shit. Haben die mich jetzt bemerkt? Kommen die jetzt alle hier hin oder? Nur ein, zwei. Okay, mal gucken. Ich wollte auch gar nicht so lang streamen, also ich weiß nicht. So lange mache ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber ich habe gedacht, mal unter der Woche so nach der Arbeit. Warum nicht? So, die stehen da immer noch rum, das ist gut. Da kann ich mal da reingucken. In Twiggies, vielleicht da eine Axt drin. Sieht irgendwie aus wie so ein Holzverarbeitungsladen. Die haben bestimmt eine Axt. Okay, den muss ich noch wegmachen. Oder das ist ein Restaurant. Das wäre natürlich dumm. Das sieht aus wie eine Bar oder so. Okay, gehen wir mal rein. Hallo. Ja, okay. Uff, das sieht nett aus. Okay. Billardkugel, ja. Okay. Hau rein, Finn. Schönen Abend noch. Bier. Rotwein. Nichts, was ich brauche. Nur Alkohol. Okay, Müllsack. Ja. Geil. Schutzbrille. Stofffetzen, Besen, Alter. Ganz nett, aber nichts, was ich jetzt mitnehmen will. Hier irgendwie? Ja, hier ist nur Alkohol, ne? Alter. Ey, da ist nur Ike drin. Goddammit. Und oben? Billardtisch. Alter, in die Kisten haben was drin. Billardkugeln. Das Ding geht, oder? Warte mal. Das macht Töne. Kann ich damit spielen? Nö. Schade. Billardkugel, wofür? Okay, die Müllsäcke nehme ich mit. Die brauche ich später. Kann ich mir so eine Regentonne bauen irgendwann? Dafür sammle ich die. Da war noch einer. Okay. Okay, wohin jetzt? Restaurant. Also okay, das ist schon mal scheiße.
Da irgendwie hin. Ich muss halt schlafen, ne? Ich brauche ein Bett. Was steht denn da jetzt? Sehr müde. Wahrnehmung stark eingeschränkt. Okay, da sind ganz viele Zombies auf dem Parkplatz, sehe ich gerade. Okay, die kommen hier rein. Ich muss weg. Am besten den Weg, den ich gekommen bin. Shit. Da ist noch einer. Der mich gesehen, ne? Okay. Doch, hat er. Der ist direkt zu nah. Geh verrecken. Okay, es blinkt. Sehr müde. Warum ist da auch so ein scheiß Waffenstore und dann irgendwie eine. Was, wo es nur Alkohol gibt? Ja, ich muss zu den Häusern. Boy, boy, boy. Was jetzt? Anstrengung, gönn dir eine Pause, nee. Ich kann langsam gehen, aber Pause habe ich keine Zeit für. Liegt deine Basecap? Naja. Nimm die jetzt. Okay. Hab doch hier Wasser, ne? Na komm, ich bin jetzt da. Passt schon. Na, so lange macht der Basie das nicht mehr mit. Okay, gehen wir mal in das Haus hier. Oder? Nee. Das sind auch zu viele Zombies. Ich will jetzt gerade nicht mehr kämpfen. Um ehrlich zu sein. Da ist noch einer. Was ist denn hier los in der Ecke? Klar, merkt er mich direkt. Meine Güte. Okay. Geh mal da rein. Zerbrochenes Glas entfernen. Yes, please. Nicht so geil, wenn das Fenster offen ist, aber besser als nichts. Zum Checken, ob alles clean ist. Ja, okay. Dann esse ich schnell was. Geh dann pennen. Du sind Bolognese. Hälfte. So. Hau rein. Alles. Okay, noch was trinken. Und pennen. Dann habe ich überlebt. Na komm, schlafen, ja. Neues.
Das hört sich nach einem Helikopter an, das ist nicht gut. Ich hätte schwören können, ich habe den ausgestellt. Aha. Okay, der lockt jetzt all die Zombies an, ne? Logisch. Ich gehe jetzt nach Hause, dann das irgendwie verteidigen. I don't know, mal gucken, was da los ist. Ja, gut. Passt da. Aber hier ist alles leer, ne? Okay, hier muss doch irgendwo mein Haus sein. Ja, noch ein bisschen. Here we go. Alles noch beim Alten. Mal kurz hinterm Haus checken. Ja, da gammelt einer im Wald, aber egal. Okay, Klamotten. Ich hab einen Jack anziehen, ja. So, kann ich die kaputte Jacke hier hin tun? Ja. So, er muss schon wieder schlafen. Man glaubt es kaum. Okay, warum hat er den hier nicht an? Minus 10, ja. Okay, ich setze jetzt erstmal ein bisschen. Gucken, was hier los ist. Kurz raus haben. Okay, ja. Mach das hier mal so. So. Na gut, damit kann ich leben. Okay. Nee, Set, da kann ich den vorne rein tun. Blechdose. Müll. Pulli. Warum hat denn der hier den nicht an? Ach so, der kann nur den oder die Jacke anziehen, okay. Das Gewehr kann ich mal wegpacken und die Müllsäcke. Das passt nicht, ja gut. Die Müllsäcke noch, ja. Das hier rein. Okay. Ja, passt. Was trinken. Okay.
Ich gehe uns mal waschen. Waschen du selbst alle Kleidungen. 88. Nee, komm. Die ist aber ein bisschen pennen. So. What's next? Habe ich noch Fisch? Ja. Sind gut. Frisch, ja. Also ja. Okay, machen wir uns einen Fisch. So, einen davon. Okay. Dauert länger als das, was ich sonst gemacht habe. Jetzt. Okay. Offen aus. Kurz warten. Damit ich die Flossen nicht verbrennen. Na komm. Abkühlen, abkühlen. Nicht verbrennen. Hunger minus 3 nur. Das ist halt echt wenig, ne? Aber macht irgendwie Bock, Fisch zuzubereiten. So, jetzt kann ich es essen. Okay, ja. Kein Fortschritt. Halt immer noch keine Axt, ne? Draußen ist dunkel, ja, kann ich nichts anfangen. Okay. Kann ein bisschen lesen. Darum habe ich das durch. Schneiderei, vielleicht ganz gut.
Und während er es liest, gehe ich mal kurz zum Klo. Okay. Ich wurde nicht von einem Zombie gekillt, meinte ich AFK war. Das ist cool. Das dauert immer so ewig. Okay. Bisschen schneller. Okay, der hat Hunger. Das Filet bringt halt nichts, ne? So ein Kühlschrank. Ja, für man später, wie? Machen wir mal Kartoffeln. Okay, was zu trinken? Nice. Digga, hab ich nicht gerade Kartoffeln gegessen? Der ist immer noch. So verfressen, der Typ. Okay. Dann halt noch was. Schokolade. Ich tue mal das Buch hier hin. Ja, ich dachte ich mir. Schlafen. Hallo.
Okay, 5 Uhr, so. Ich brauche heute eine Axt, mein Gott. So, da unten habe ich nicht viel Glück gehabt. Zu viele Zombies. Vielleicht gehe ich einfach mal den Weg hier oben hin. Ist noch da hinten. Ja. Ich was zu essen mit. Der hat es noch an, oder? Was nehmen wir denn mit? Hundefutter, Chili. Bolognese nehme ich mit. Okay. Wasser habe ich noch genug, oder? Trinken wir noch mal kurz was. Gehen wir da jetzt mal hin. So. 4 Zombies. Ich gehe ganz am Wasser lang. Die sind halt alle von dem Helikopter jetzt angelockt worden, ne? Ja. Na gut. Schon ein gutes Stück. Naja, kann ich Ausdauer trainieren. Schon wieder. Klamm. Kommt das vom Schwitzen oder so? Maybe.
Okay, gleich da. Ups. Das scheint mir ein nettes Häuschen zu sein. Sieht doch gut aus für eine Base oder so. Für eine Base. Maybe. Nett. Mit Einwohner. So, da will ich hin. Nichts. Nichts. Okay. Handgabel. Hier. Nichts. Sack mit Gips. Keller. Nur Trash. Kommen. Okay, anderes Fenster. Werkzeugkasten. Ist was drin? Steuern wir hier reingucken. Leer. Hat sich auch nochmal gelohnt. Nicht. Okay, bleib erstmal hier drin. Einmal eh. Zu. Okay, was essen und trinken? Das ist doch ätzend, ey. So weit gelaufen. Hier ist hier nichts, Alter. Nur Scheiße. Ich habe echt gedacht, hier ist irgendwie was Geiles. Nichts, Alter. Wofür brauche ich denn Kreuzschlüsseln? Ich brauche eine Axt.
Okay, was denn hier? Okay. Kisten, Holzverleihung, Glühbirnen, Voice, Päckchen Samen, Zelthering. Ja. Okay. Gehen wir zu dem Haus. Gucken, was hier so Sache ist. What? Schüsse? Hey. Okay. Gibt's hier Bots oder was? Don't know, wo die Schüsse herkamen. Das ist auf jeden Fall offline, wo ich spiele. Habe ich noch nie gehabt. Okay, dickes Haus. Es gibt hier eine Axt. Ich brauche eine Axt. Leute. Zigaretten, Alter. Pfanne. Eher nicht so. Marshmallows. Schokolade. Ja. Karotte, das Brot. Da kann ich mir erstmal ein bisschen was reinballern. So. Badezimmer. Hier, aufmachen. Okay. Flöte. Schlafzimmer. Badezimmer. Oh, mein Schlafzimmer. Gar nichts. Gibt's hier einen zweiten Stock? Nee, ne? Okay. Das Haus gegenüber. Okay, Büro. Elektrotechnik. Zombie. Na gut, die Küche halt. Boxen. Nichts. Nichts. Weiß Farbe. Auch nix. Ja, dann schlafen wir mal hier drin.
Vorhang zu ziehen. Schlafen. Yes. Da war ich noch nicht. Ja, Waschraum, okay. Na gut. Ein Hammer. Die kann ich mal mitnehmen. Wirklich? Na gut. Dann war's das erstmal.